Gemäue und seid froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn dadurch verpasst ihr nichts von Borderlands The Pre-Sequel mit Mo und mir. Hallo, wo ist das Ding jetzt? Ja, ganz einfach, man drücke den Knopf hier und dann schwimmt's. Ernsthaft im Aquarium? Was für ein Arsch! Komm, hören wir uns den alten Sack nochmal an. Ach jo, geil. Mein erster Tag im Amt und jeha, ist das herrlich, der King zu sein. Ich hab verdammt hart dafür geschuftet, hab ne Menge Leute geschmiert und bin in mehr als genug Ärsche gekrochen. Aber das war es wert. Concordia braucht einen wie mich, der es durch raue Gewässer steuert. Hart, fair und im richtigen Maße weltoffen. Und wenn dabei zufällig ein bisschen Geld zusätzlich bei mir hängen bleibt, dann nennen wir das Wahlkampffinanzierung. Es ist toll, Hyperion zu verlassen. Dort war ich nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschine. Hier bin ich ein dicker Fisch. Ich muss mal an meinen Metaphern arbeiten. Jedenfalls, die Zukunft ist rosig für Huckster T. Meredith alias Concordias neuer Bürgerf. Bürgerf. Bürgermeister und Sheriff in einem. Ha. Wow, wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Mann, ich hab dem Universum eine Gefahr getan, warte. Dass ich diesen hinterhältigen Verräter-Arsch gekillt hab. Du weißt, was zu tun ist. Kommt hier oben noch was? Ja, scheiße. Zerstöre das Echo. Lauf, ach, Alter, ich muss meinen Stuhl mal nachziehen. Die Seite, die Armlehne quietscht wie sie. So früh? Okay, ist ja auch nur ein Ikea-Stuhl. Ey, erstens... Der war ein bisschen teurer. Und zweitens, da saßen zu viele Leute drauf. Okay, ich such jetzt das nächste. Was? Die nicht stillhalten können. Hm. Meinst du Nero? Und bei Freunden, die als kuscheln will. Also auf dem Schulz ist das dann. Ja. Wunderbar. Alles wunderbar. Wenigstens bedeutet der Laser, dass sich jemand für uns interessiert. Ha! Der alte Regaltrick, was? Der alte Knacker war ein wandelndes Klischee. Er versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal. Und wer hat überhaupt noch Bücher? Hören wir spaßeshalber. Alles läuft nach Plan. Ich bin reicher, als ich mir je hätte träumen lassen. Beliebt. Am Leben. Neulich kam Philo Simmons, der mit dem komischen Bein zu mir ins Büro, und dankte mir für die Aktion Geld für Lebensmittel. Dankte mir, schüttelte mir die Hand, Tränen in den Augen, zitterndes Kinn und alles. Ich bin ein verdammter Heiliger. Nur, warum kann ich nicht mehr schlafen? Ich hab nicht alles Geld für Lebensmittel ausgegeben, aber ich muss doch auch von was leben. Ich bin doch trotzdem, was diese Stadt braucht, oder? Das Universum ist hart und... ja, ich kann mich ändern. Ich kann mich bessern. Ich will die Trophäe. Immer nach deinem Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen aus dem Mund gestohlen. Klar, das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber der war nicht witzig. Weiter. Nächste. Ich dachte, ich könnte die Trophäe mitnehmen. Du bist eine Frau, was willst du damit? Willst du ohne Rick knallen oder was? Moxie ist doch eh lesbisch. Was ist das denn? Die ist nicht unbedingt lesbisch. Im eigenen Büro? Okay, wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Nein. Ich bin neugierig, was er zu sagen hat. Richtig. Na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Sie kam letzte Nacht. Also, die ist nicht unbedingt lesbisch. Schlampe. Brachte mich dazu, Hyperion zu verraten. Mir geht's nicht um den Vorstand. Geldgeile Säcke. Aber die ahnungslosen Arbeiter, die zu töten, ich wahrscheinlich mithelfe. Mir reicht's. Ich gehe. Als ich ihr Geld annahm, spürte ich, wie das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben, und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan hätte. Ich hatte die Schlüssel zur Helios. Wenn ich gehe, lassen Sapedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Ich fange irgendwo nochmal von vorne an. Büße für meine Sünden. Obwohl ich weiß, dass ich nur weglaufe. Ich verdammter Feigling. Ich bin doch der größte Arsch auf dem Mond. Es gibt einige Arsch auf dem Mond. Aber ich bin der größte.
Hux wälzte sich also im Staub und wollte alles wieder gut machen, ha? An mir soll es nicht liegen. Verleihen wir ihm Unsterblichkeit mit einem Lied. Zerstöre das letzte Echo nicht. Nimm es, bring es zu Moxie und gib es diesen DJ-Arschlöchern Boom und Rang. Die schulden mir einen Gefallen. Ich habe ihnen diesen Job besorgt. Boomerang. Ah. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Sorry, Leute. So. Weiter. Ich will ein Sandwich. Ich auch. Jack, dass wir jetzt quitt sind. Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön, während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Beriff? Bring mir ihren Kopf. Ich habe eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen. Warst du hier schon mal? Kennedy. Nee, warst du hier schon mal bei der Mission? Ich habe sie quasi angenommen, aber noch nicht gemacht. Achso, ich weiß nicht. Sogar seine Statue ist hässlich. Verschönern wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Im Ernst? Ja, los, mach. Ah. Ich weiß nicht, wie weit du privat bist. Das wird dir gefallen. Ist egal. Kennst du die Rakete in der Stadt? Wir werden ein kleines Feuerwerk zünden. Die Rakete? Klasse, bin dabei. Ja, wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Mindestens. Achtung, eine wichtige Durchsage. Ah, da ist sie. Okay, siehst du diese Spitze ganz da oben? Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur. Spring hoch und verpass ihr eine. Auch noch ihre Ha, perfekt! Seine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. Was los? Ey, so viel. Dass er die nicht einfach abschießen kann. So viel laufen. Okay, es kann losgehen, Leute. Schade, dass wir das Baby nicht mit einer Pulle Shampoos taufen können, aber was soll's? Rüste schon mal die Sniper aus. Fehlt nur noch die passende Partymusik. Hey, DJ-Arschlöcher, lasst mal euren Remix hören. Und jetzt? Komm. Epic! Verfolge mal das Ding. Das fliegt ewig weiter, das ist saugeil. Wo ist sie? Direkt über Planet, der kleine schwarze Punkt. Das war super. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. Nö. Doch, da. Das fliegt unendlich lang weiter, das finde ich total geil. Okay. Ach Gott, wir müssen die jetzt noch abschießen. Ja, klar, sicher. Was noch? Ja. Dieser kleine Pixel, dieser Weltraumschrott, der da oben rumpimmelt. Diddle, diddle, diddle. Ich bin das größte Arschloch auf dem Mond. Diddle, 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 diddle. Ah. Weißt du was? Leute auslöschen macht Spaß. Lass uns das irgendwann wiederholen. Natürlich! So, welche Mission jetzt? Jetzt machen wir erstmal hier Leute ärgern. Moment. Schatz von Ecomatre, nichts. Wir haben so vieles offen, merkst du es? Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot die ist, haben wir noch offen. Wirst du den Safe für mich öffnen. Die haben wir noch offen, da müssen wir eigentlich noch hin.
Ach, hier, die habe ich schon gemacht. Ja, wenn die alte das Set bei festpackt. Geil. Pupsig. Das ist ja Wurst. Geh da eine, komm. Ah, wir brauchen aber die Schilde. Ja, ja. Und letztes Mal stand die alte ja davor. Wir kamen ja nicht rein. Weißt du, wie ich das geschafft habe, die zu, da das, Dings, das wir gleich öffnen müssen. Weil du brauchst die Schilde dazu. Ich weiß, wo sie sind. Komm, steig auf. Ja. Ich musste das dann irgendwie mir da hinwurscheln mit Blitzgranaten. Ja, ich auch, weil ich hatte damals die, das Schild verkauft, aus Versehen. Ich hab's bewusst verkauft, weil ich mir dachte, scheiße. Aber ich wusste nicht, dass ich's brauch. War das hier? Oder war es die nächste Rin? Ja, vorwärts. Ja, war richtig. Wow! Kannst mit Auto reisen. Ja, ich weiß, nur das reist, hier reiste gerade irgendwie alles. Halt! Hab auch noch einen dicken Raketenwerfer. Willst du mich verarschen? Funktioniert doch. Gas und Nitro. Und links drüber. Ich verstehe. Du brauchst diesen Schild, um den Safe zu knacken und den Kram zurückzuklauen. Vertrau mir einfach. Alles klar. Also im privaten Modus hatte ich da durch Zufall Blitzgranaten gefunden. Es ist so schön, ein Musikant zu sein. Mach mal auf die Kiste. Was denn? Ach. In deiner Nähe müssten sich ein paar Sicherheitseinrichtungen befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Offen? Ja, jetzt ist es offen. Nee. Geht einfacher. Hui. Das war's. Alles, was offen. Du darin findest, gehört dir. Das Passwort lautet für Steph. Na gut, vielleicht hätte ich mein Passwort nicht im Safe aufbewahren sollen. Dumm von mir. Egal, komm einfach zurück. Los, zeig sie die Wo ist er? Da, warte, ich will wieder mein normales Schild. Ja, ich hab's auch schon. Was ist mit dir? Junge, wir sind im Anfangsgebiet, was ist los? Wurde fast in die Lade runtergekickt. Beton Flats, wir haben hier noch Missionen. 3 Stück sogar. Naja, nimm mal an. Oder geht das, kann ich das nur? Mein Wandler Bessie ist abgeraucht und ich brauche dringend ein paar Ersatzteile. Ersatzteile für Wandler wachsen nicht auf Bäumen. Aber zum Glück weiß ich von 2 Skiff-Wandlern, wo du, mal suchen kannst. Keine Sorge, sind beide gestohlen. Ist also nicht so, dass du ehrliche Leute beklaust. Der erste ist hinten auf einem Buggy drauf. Ich schick dir die Koordinaten auf zum fröhlichen Shopping. Backport. Wo kommst du her? Okay, ich geh schon mal sterben. Hast du E-Damage? Test T, geht doch nichts über Test T. Auch wenn man so blöd da irgendwo hinfahren muss. Ah, ich bin unten. Bombeknödel! Ich häng fest. Spring einfach raus, komm. Wie, bist du rausgekommen? Nein, raus! Lava! Feuer! Ja, ich war eben unten bei der Lava. Also ich hänge hier unten, aber ich komme nicht bis ganz nach unten. Dann steige aus. Bin nicht mal im Auto. Hä? Was ist das denn? Ah, jetzt. Weg. Nein. Was denn?
Hallo? Ich habe gedrückt zum Fahrzeug teleportieren und bin gerade nochmal in den Buggy hier in der Lava gespawnt. Ist doch nicht wahr. Glückwunsch. Jetzt habe ich 1000 Dollar umsonst weg. 1000? Ja, ja, 2 mal 400 und... Nicht schlecht. So, wir können. Na komm, Abfahrt. Warte. Hä? War doch hier. Ach, nee, Oppe. Ja, einfach geradeaus weiter. Handy-Strecke. Hm? Handy-Strecke. Ja, ich seh's. Nein! Nicht schon. Herrgott, ich fahr! Nee, das Blöde ist, wenn du. Du kannst ihn nicht in die Luft bewegen und er fliegt dann so, wie er will. Eich vor. Naja. Ja. Das ist gut jetzt, Alter. Drei Versuche, ja, dreimal. Nee. Ja, ja, ja. Drei Versuche. Mach die scheiß Raketen rein. Und nicht dieses blöde Laser-MG. Warum? Das Laser-MG sau schwach ist. Jo, bei dem anderen hast du Abklingzeit. Was? Nee, hier oben. Nee. Er ist keine Abklingzeit. Da, guck. Und? Mehr Damage. Unnötig. So, jetzt. Na, siehst du wärst fast selber runtergefallen. Ja und? Da bremst du mal kurz. Hier bremsen? Nö. Fahr direkt rein. Ey, hab ich doch, was willst du denn, Alter? Ey, weil du. Also weil du vorm Tor stehen bleibst. Ah! Gott. Recht. Was wollen wir da? Wo eh da hin? Oh nö. Okay, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. A, es ist Wurst. B, awesome. Sag mal, kannst du aufhören, uns als abzuschießen? Was machst du da? Ich kann nicht fahren. Mhm. Muss ich aussteige. Was ein Glück. Es war kotzen. Niemals! Was? Concordia? Scheiße. Hinreisen. Oh, nee, da können wir auch gerade die eine Mission abgeben. Ja, war zwar anders als geplant, aber... Geht auf. Geht ab. Schieb ab. Die Stuckers fliegen oben. Ich finde das toll. Ich nicht. Du vergisst immer die ganzen Schränke zu öffnen. Da sind meistens immer ein Mondstein drin. Jupp, da ist einer. Dafür bist du doch gerade da. Jo. Ich will eigentlich, dass der scheiß Wandler hier geht. Der Grinder, ne, der Schredder. Ah. Ah, gib mir eine Mission ab. Wo hab ich bloß dieses Ding gelassen? Sieh dich an, ein hart schuftender Kammerjäger. Ich hab nicht vergessen, wo ich bin. Keine Waffe? Nö. Okay. So, aber wie es weitergeht, seht ihr morgen. Wo was ihr dann seht, das könnt ihr auch morgen sehen. Macht's gut, Leute. Tschüss.